Forschung hat inzwischen ja auch nachgewiesen, was Informationen für Menschen glaubwürdiger macht. Das ist zum Beispiel einerseits eine besonders eloquente Darbietung, also ohne die komischen Ausdrücke und die Rechtschreibfehler, wie man das ja so früher mal so kannte. Das kommt jetzt also in perfekt und sieht wissenschaftlich aus, mit Pseudoquellen und allem drum und dran. Und das Zweite ist, wenn wir das noch mit unseren eigenen Augen sehen und mit unseren eigenen Ohren hören können, wirkt es auch glaubwürdiger. Aber es sind halt gefakte Bilder, gefakte Videos, gefakte Audios, imperfekt. Mhm. Wir hören also ein gefälschtes Obama-Video mit der echten Obama-Stimme frei erfundenes Zeug erzählen. Das kann wirklich jeder Depp im Keller oder im Wohnzimmer machen. Es erfordert nichts mehr eigentlich. Und ich kann es ganz leicht machen, ich kann es ohne Vorkenntnisse machen und dadurch kann ich es massenhaft machen und wir können am Ende nicht mehr gut unterscheiden, was ist eigentlich wahr und was ist nicht wahr.